könnte... Oh, die Gießerei. Das Tal des Todes. Wenn ich das schon lese, weißt du, das Tal des Todes, dann, ja. Ja, weißt du, ja, klar. Logisch. Was soll da schon schief gehen? Die Gießerei, davor bin ich gewarnt worden. Es hieß, die werde ich hassen wie die Pest. Die werden wir vielleicht als nächstes spielen. Aber als erstes gucken wir mal hier rein. Goldtransport für einen Zug, Holztransport für einen Zug. Hier, Medizin. Was war das nächste gleich nochmal, was ich gesagt habe, was ich haben wollte, wo ich mir nicht sicher war? Und dann Militärtaktik, ne? Dass unsere Einheiten schneller leveln. Den Rest heben wir uns mal auf. Scheiße, sorry, ich bin neugierig. Ich will wissen, was in der Gießerei von sich geht, vor sich geht. Pass auf, wir sind jetzt bei 1,5 Stunden. Ja, doch, das geht. Komm, let's go. Die Gießerei, natürlich auf 200%. Die Rauchentwicklung aus dem Inneren dieser alten Gießerei lässt darauf schließen, dass sie noch in Betrieb ist. Die Infizierten haben sie höchstwahrscheinlich überrascht. Unseren Kundschaft... Das haben wir doch schon mal gelesen. Okay, Wasserkühlung im Arsch, Hitzeentwicklung zu groß, bla 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 bla. Ja, ist okay. Oh, es ist eine Wüstenmap, deswegen werde ich sie hassen. Alles klar. Tell me what to do. Kalos, du alter Hautdegen, du alter Fetter. Was ist denn das da? Wie nennt sich die Map, die Gießerei, ne? Come on. Hello. For the Empire. Holy shit, ballert der schon. Kann ich die... Ah, oh, schön, ich kann die ausschalten. Ich weiß noch nicht, was es bringt, weil die sind ja da drin eingesperrt. So glad to do it. Great. Oh, wir haben eine etwas andere Musik, kann das sein? Gießerei, Achtung! Flüssige Metallspritzer aus den Füllbehältern, welche von den Infizierten beschädigt wurden, unter keinen Umständen betreten. Okay, da muss ich rein. Hallo! For the humans. For the Empire. Ich finde es übrigens gut, dass man auf die Ratten nicht ballern kann. Ich würde instinktiv auf die Viecher schießen, sobald ich in den Raum reinkomme. So, was haben wir hier? Generatorenraum. Achtung, Stromgeneratoren in Betrieb. Ich glaube, wir säubern erst einmal... Oh, nice, guck mal. Kam. Weißt du, er redet hier gerade von Silence and Lethal und schießt auf ein Benzinfass. Genau mein Humor. Aber irgendwas sagt mir, dass ich diese Fässer vielleicht hätte aufheben sollen. Oh, übrigens, Handgranaten. Achso, hier muss ich das mit dem Kuh ja gar nicht machen. Das ist, kann er einfach so die Gegner auswählen. So, das Ding da lassen wir mal. Liegt hier irgendwas? Liegt hier irgendwas? Liegt da irgendwas? Und hier so? Nein. Oh, da war noch ein Schild, das habe ich gar nicht gelesen. Es tut mir leid. Da ist was! Ich will es. It could be a trap, but let's go. This is for the Empire. Okay. Warum finde ich hier so viele Handgranaten und ein Medipack? Was ist... Das ist nicht gut. Das ist grundsätzlich nicht gut, sowas. Steuerungszentrale. Der Zugang wurde von der Armee blockiert, um die gefährlichen Infizierten einzusperren. Alles klar, da gehen wir noch nicht lang. Das sind bestimmt irgendwie Stufe 5 infiziert. Pass mal auf. Nimm mal das Ding mit, bitte. Great value, no doubt. Das packen wir mal... da so hin. Ja, für später. Für später. Wir machen erstmal die zwei Räume. Ich glaube, das ist sicherer. Sagte er. Und rannte in eine Falle. Ja, gut. Was ist da unten drin? Hochofen. Achtung, aktuelle Temperatur.
53 Grad Celsius oder soll das 536 Grad heißen? Weil, also... Mal ganz ehrlich, 53 Grad Celsius bei einem Hochofen, das ist ein bisschen wenig. Kapten, tot. Let's go. No. Eigentlich war es vorher schon tot, aber... Naja. Die Generatoren laufen, kriege ich irgendwie eine auf den Deckel, wenn ich dazu nah rangehe? Das ist ja eigentlich eh schon wurscht. Hat der mich jetzt echt angeknabbert? Warum kann man die Kiste nicht looten? Sauerei. Aber ich muss sagen, der Abschnitt hier erinnert mich gerade ein bisschen an GTA Online, der Doomsday heißt, wo du durch diese Gießerei durch musst. Die Leute, mit denen ich das gezockt habe, haben sich übrigens immer beschwert, dass das sau schwer wäre. Gießerei, eins der schwersten Level vom ganzen Doomsday-Akt. Aber ich muss sagen, ich verstehe ums Verrecken nicht, was daran so schwer sein soll. Also ich weiß nicht, wer von euch diesen Doomsday Heist gespielt hat oder wer überhaupt GTA 5 gespielt hat. Also die Gießerei ultra easy. Ich habe abwechselnd beide Rollen übernommen. Also es, für die es nicht wissen, du musst in eine Gießerei rein und einen Typen rausholen. Und in der Gießerei sind tonnenweise feindliche Soldaten, die unmenschlich viele Treffer einstecken können. Das ist generell so der Schwierigkeitsgrad bei dem Doomsday Heist. Und deine Crew muss sich jetzt aufteilen in zwei Teams. Ein Team geht in die Gießerei und holt den Typen raus und das andere Team muss draußen die Position halten und wird halt von gegnerischen Soldaten und von Kampfhubschraubern belagert. Und ja, es gibt auf jeden Fall für beide Teams immer diverse Tricks, wie du dir das Ganze ultra easy machen kannst. Aber aus irgendeinem Grund waren die Leute, mit denen ich gezockt habe, nicht unbedingt clever genug, um drauf zu kommen. Also nicht, dass ich mich selber jetzt hier als den arroganten Allwisser hinstellen möchte, aber ich sag mal so, die Tricks, die man da machen konnte, die waren ultra einfach. Das war das Erste, woran man als GTA-Spieler denkt. Also das ist etwas, da kommt jeder Trottel drauf, weißt du? Büros und Wartung, 7 bis 12 Uhr geöffnet. Okay, gehen wir mal rein. Alles klar, hallo Schatzi. Alter Schwede. Ja, nee, so war das quasi. Also wie gesagt, ich fand das immer saulustig. Wenn dann irgendeiner gesagt hat, so, Alter, Gießerei, ich will nicht den Trottel aus der Gießerei retten müssen. Wir haben es dann meistens auch so gemacht, wenn wir zu dritt oder zu viert waren in dem Heist, habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ihr haltet einfach alle die Position draußen und ich gehe alleine rein. Hat funktioniert. Hat wirklich funktioniert. Teilweise, weil, ich muss auch sagen, mir hat der Doomsday Heist in einem Zweierteam besser gefallen. Also das war ja überhaupt erstmals grundsätzlich die Heist-Mission bei GTA kannst du normalerweise immer nur in einem Viererteam spielen. Beim Doomsday Heist war es ausnahmsweise so, dass du wirklich zu zweit spielen konntest. Das war mir viel lieber als diese Vierer-Konstellationen, weil du erstens zwei Faktoren weniger hast, die quasi den Erfolg gefährden. Je mehr Spieler es sind, desto größer ist die Chance, dass jemand einen Fehler macht. Das hast du in dem Fall einfach nicht. Und dann ist auch noch der Witz, wenn du zu zweit spielst, dann und beide Spieler ihre ganz klare Rollenverteilung haben und dann genau ihren Weg gehen, dann reagiert auch die KI immer gleich. Und dementsprechend war dieses Gießerei-Level ultra easy. Oh ja, krieg ich. Ja, wenn ich allein in der Gießerei war, dann konnte ich immer ganz genau, pixelgenau sagen, wo sich welcher Gegner befindet, wann welcher Gegner schießt. Also da steckte wirklich ein ziemlich einfaches System dahinter. Aber sobald du zu zweit warst in der Gießerei, hat die KI total unberechenbar reagiert. Oh. Oh, das ist cool.
And it burns, 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 the ring of fire. Gamer lässt grüßen, ach schön, Zombies on fire, so gefällt mir das. Ja, nee, also wie gesagt, speziell die Gießerei habe ich am liebsten allein gespielt. Ja, genau, kommt alle ran. Voll geil, Alter. Voll geil. Aber ich selber sollte da vielleicht nicht reinlaufen, ne? So glad to do it. Wie ist das cool? Das ist wieder eine Kiste, die ich nicht looten kann. Was ist da los? Aber ich muss ja auch gestehen. Ich muss ja auch gestehen, mit GTA sind uns sehr, sehr viele geile Momente flöten gegangen. Weil ich habe mich ja grundsätzlich dagegen entschieden, es zu Let's Playen. Grundsätzlich. Bei GTA 5, das war so ein Spiel, wo ich gesagt habe, nee, das will ich privat zocken, nix mit YouTube, kein Aufnahmestress und nix, da will ich meine Ruhe haben. Aber im Endeffekt ist es so... Als ich mit dem Online-Modus angefangen habe, habe ich dann irgendwann zufälligerweise zwei Deutsche kennengelernt, die aus Norddeutschland kommen. Und da hat sich so eine richtige Gamer-Freundschaft entwickelt im Laufe der Zeit. Wir haben das jahrelang gemeinsam gezockt. Wir haben die ganzen Heists haben wir alle durchgezockt gemeinsam. Wir haben hier den Doomsday, wie gesagt, gemeinsam gezockt. Und was wir alles für Scheiße erlebt haben, was wir für Situationen hatten, wo es einfach nur Lachflash ohne Ende gab, ja, das war... Also, ich habe mir wirklich mehr als einmal gedacht, Kacke, warum hast du es nicht aufgenommen, du Trottel? Habe ich mir wirklich mehr als einmal gedacht. Und im Endeffekt sind am Ende ja fast 1900 Spielstunden GTA Online bei rausgekommen, wenn man das alles aufgenommen hätte. Ja, viel Spaß. Wobei, ja, Story Mode wäre ja auch noch drin gewesen. Also, wäre cool gewesen. Wäre bestimmt ein cooles Projekt gewesen. Ich ahne schon langsam, warum es geheißen hat, dieses Level wirst du hassen. Ich mit meinem Glück, mich dauernd zu verklicken, schaff's garantiert, ihn hier in das glühende Eisen, in den glühenden Stahl reinzuschicken. Ich gehe mal davon aus, dass es Stahl ist. Es kommt hier aber ganz schön viel gelaufen, Alter. Und vor allem, wo geht's hier überhaupt hin? Was ist hier los? Alter Schwede, da ist was los. Ich bleibe jetzt hier einfach stehen und warte ab, bis sie alle umgefallen sind. Sag mal, wie viele denn noch? Also schon langsam. Oh, guck mal in die Kiste. Okay, ich glaube, wir lassen sie rankommen. Gut, wir müssen hier raus, unbedingt. Wenn es zu viele werden, dann haben wir ein Problem. Wir haben eh schon die Hälfte von unserem Leben verloren. Kann ich die eigentlich umstoßen, die Dinger? Nee, ne? Ach du Scheiße, komm, lauf, 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 lauf. Ah, da ist wieder so ein blödes Loch, okay. So, komm, wir müssen noch runter. Weiß, was für ein riesiger Raum. Leco mio. Oh, scheiße, 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 komm, beweg dich. Mann, warum ist denn der jetzt stehen geblieben? Was hat denn der an der Position? Not so good. Komm, 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 lauf. Nein, nicht da lang. Darauf, 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 darauf. Darüber, darüber. Und hier können wir sie jetzt abfangen. Beziehungsweise jetzt können wir sie langsam zerlegen.
Hier oben habe ich nichts liegen lassen, ne? No fear. Da komme ich auch durch, ne? Theoretisch. Weil... Ich meine ja nur, aber hier oben... Da geht es hier noch weiter. Oh mein Gott. Aber nicht sehr weit. Wow, hat sich voll gelohnt. Hier gibt es genau gar nichts. Krass. Ach, da oben. Okay. Ach, und das ist jetzt der Raum. Okay. Alter, geh nicht so nah an den Stahl, bitte. Nein, das ist nicht gut. Flüssiger Stahl ist nicht gut. Flüssiger Stahl ist grundsätzlich sehr heiß. So wie die Sonne hell ist, so ist der Stahl auch heiß. Wieso finde ich hier so viele Handgranaten? Ich habe echt kein gutes Gefühl bei der Sache. Na komm, lass die mal liegen da. Zwei Medipacks. Ja, mittlerweile schon zwei Medipacks. Wo kommt das zweite Medipack her? Ich habe echt nicht aufgepasst. Ja, nee. GTA wäre schon ein cooles Projekt gewesen. Aber... Entscheidungen sind getroffen worden und nun ist es eh zu spät. Also nochmal anfangen werde ich damit nicht. Weil ich muss gestehen, es ist mittlerweile ziemlich ausgelutscht. Wir haben mittlerweile kaum noch Bock auf das Spiel. Wir haben uns jetzt einmal noch getroffen für dieses Casino-DLC. Also wir sind auch unabhängig von GTA so ein bisschen in Kontakt. Wir waren tatsächlich den Kontakt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber wir haben alle schon ganz einheitlich festgestellt, es ist so ein bisschen die Luft raus. Keiner hat mehr richtig Bock drauf. Wir haben das so oft gezockt, wir haben es so lange gezockt. Wir haben die Missionen so oft wiederholt. Irgendwann ist halt einfach mal die Luft raus. Unabhängig von den Missionen haben wir natürlich auch einen Haufen Sachen gespielt, wo du, keine Ahnung, wo du einfach nur mal Blödsinn machst, ja. Oh Mann, ey. Alles klar. Das war zwar jetzt übertrieben, aber das war einfach nur eine Schreckreaktion. Sorry. Im Endeffekt eine Handgranate verschwendet. Da ist ein Baum. Alter, ich glaub's nicht. Wir sind in der Wüste und da wächst ein Baum. Ist hier oben noch was? Ja! Da drin ist nichts. Alter, wir haben bisher kaum Imperiumspunkte gefunden. Das ist schon übel. Cool wäre es, wenn man diese Dinger auskippen könnte. Hier, du, leg dich mal hin. Alter, jetzt dachte ich, das ist jetzt eine scheiß Harpie. Übrigens, was mir gerade so auffällt. Er hat bisher noch nicht gesagt, ich hoffe, ich finde keine Harpie da drüben. Das hat er in der letzten Mission ja sau oft gesagt. Boah. Boah, ist das ist ja gerade zu einer Einladung. Boah, ein Traum. So ein Traum. Traum ist denn das? Du legst dich hin. Du auch. Du auch. Du auch. Geht's denn weiter? Da geht's weiter. Ich hoffe, ich habe noch nichts übersehen. Ich bin mir echt nicht sicher. So, die müsste jetzt eigentlich brennen. Perfekt. Ach, da ist wieder so ein blödes Loch. They're already dead. For the Empire.
Ah, jetzt ist er selber durchgelaufen. Das war nicht so gut, glaube ich. Oder? Hat er Schaden genommen? Nee, ne? Sieht zumindest mal nicht so danach aus. Das ist echt geil, dass die einfach nur blöd durchlaufen. Uah. Nein! Bewegungsbefehl, ich hasse es. Boah, Alter, dieses Geschrei im Hintergrund oder was immer das sein soll. Ich finde das so übel. Aber manchmal brennen sie nicht, ne? Oder so manche Kübel leer, das ist ja interessant. Ich habe direkt das Bedürfnis, die Dinger mit glühendem Stahl aufzufüllen. Nein, mit flüssigem Stahl, ist besser. Und dann auszukippen. Boah, weißt du was? Wo kommen die alle her? Sag mal, was ist denn hier falsch? Was stimmt nicht mit euch? Wie viele Mitarbeiter hat diese Gießerei beschäftigt? Das gibt's ja gar nicht. Kein Wunder, dass Handwerker so Scheiße verdienen. Ist doch wahr, oder? Guck mal, was da alles angelaufen kommt. Ja klar, zwischendurch mal kurz speichern. So 300.000 von den Viechern gekillt, einfach mal schnell speichern. Alter, Mücke. Tagsüber habe ich hier Fliegen drin und jetzt nachts sind es Mücken. Das nervt. Ja, entscheidet euch mal, wie wollt ihr rumlaufen, rechts oder links? Sterben tut ihr ja so oder so. So, wo sind denn jetzt die ganzen Imperiumspunkte, Mann? Was ist denn da los? Ja, ich arbeite dran mit dem Killen. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich sollte etwas sparsamer mit den Handgranaten sein, oder? Ich habe irgendwie so den Eindruck, dass da noch was richtig Dickes kommen wird. Habe ich eigentlich irgendeinen Raum übersehen bisher? Nee, ne? Hoppala. Nein, schieß doch drauf! Was hat er jetzt gesammelt? Handgranaten. Schon wieder Handgranaten. Ja, ich muss jedenfalls viel, viel sparsamer sein. Mhm. Okay, warte mal. Da ging's nirgendwo lang. Hier ging's auch nirgendwo lang. Da geht's nirgendwo lang. Wir haben soweit eigentlich alles. Wir sind tatsächlich... wir nähern uns so diesem Punkt, wo es kritisch wird. Harpien? Harpien? Keine Harpien? Okay, gut. Ein kleiner Kakteenwald. Das ist ja süß. Ja, ist echt süß. Okay. Aber das ist alles zu einfach. Wo ist der Haken? Ist jetzt hier gleich ein Village of Death um die Ecke oder was? Halt doch, geh da rein. Geh da rein. Geh da rein. Ach, du kannst doch nicht rein. Okay. Sag das doch gleich. Yes. Perfect. For the humans. Wir sind bei knapp einer halben Stunde aktuell, wie es aussieht. Sag mal, ich denke, wir müssen in die Gießerei und nicht um die Gießerei. Was ist denn hier los? Ah, da oben geht's nochmal rein. Ja, genau, und hier werden jetzt diese... Lustig, jetzt hat er es wieder gesagt. Ist das vielleicht ein Hinweis? Ja, ich lock schon ein paar Viecher an.
Okay, gehen wir mal hier außen rum zu dem Ding da. Boah, schön drei mit einem Schuss gerade. Okay, weg da. Ah, da ist so ein blödes Loch. Schön, dass die ganzen CEOs angerannt kommen. Darf ich jetzt mal die Kiste da oben looten, ja? Dankeschön. Weißt du, ich dachte mir... Da ist eine Harpie. Da ist eine fucking Harpie. Ich hab's genau gesehen. Okay, dann gönne ich mir jetzt schon ein Medipack. Also, ganz ehrlich. Hey, wo ist die Harpie? Ich hab sie doch da noch rumlaufen sehen. Okay. Dieses blöde kleine Rindviech. Schieß halt! Schieß! Affenkind. Ich hab den doch angeklickt. Macht er wieder Bewegungsbefehl draus? Ich dreh durch. Warum sagst du das jetzt dauernd? Halt die Klappe! Vor allem, ich habe doch da dieses wilde Hin- und Her-Zappeln gesehen. Oder war das eine Ratte? Bin ich auf eine Ratte reingefallen? Schaut fast so aus, ne? Noch ist hier nämlich keine Harpie. Das ist aber auf jeden Fall der Raum, in den wir wollten. Der schaut wichtig aus und es gibt einen Haufen Blinkzeug, was man sammeln kann. So, dann können wir jetzt mal ganz gemütlich looten. It shines, it's mine, yeah. So, da haben wir noch was und da haben wir noch was und da haben wir noch was. Nimm die Plastikflasche mit. Die Plastikflasche wäre super. So, ein Gemälde fürs Büro. Ist eine Wegfindung manchmal, ne? Bisschen komisch. Hab ich alles? Oh ja, ich hab alles. Nein, wie geil. Darf ich jetzt durch die ganze Scheißanlage wieder zurück? Hinlegen! So. Ich glaube, ich darf durch die ganze dämliche Anlage jetzt zurücklaufen. Oh mein Gott. Ja, kann ja nicht mehr viel schief gehen, ne? Finde ich aber cool. Jetzt haben wir wieder 400 Forschungspunkte. Damit können wir einiges anstellen. Ach Gott, deswegen ist die Maus so sensitiv. So hypersensitiv. Ich habe aus Versehen die DPI-Rate hochgedreht. Von, was habe ich da eingestellt? Oh Gott, ich muss es nochmal angucken, was ich bei der Maus eingestellt habe. Irgendwie, keine Ahnung. Es fängt an bei 800 DPI und ich kann sie hochdrehen auf bis zu 9600 DPI oder irgendwie so. Let's go. Sein linker Zeh hat gerade den flüssigen Stahl berührt. Oh, wir sind raus. Es hat funktioniert. 18 Minuten? Hä? Es hat 19 Minuten gedauert. Wir haben alles geschafft. Sogar auf Ansatz. Aber laut meinem Aufnahmeprogramm hat es fast eine halbe Stunde gedauert. Hä? Muss man das verstehen? Nee, ne? Nee, gut. Aber wisst ihr was? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Erstmal den Typen aufleveln. Was wollten wir machen? Wir wollten den Schaden erhöhen, ja? Schnelle Reflexe. Angriffsstärke plus 40%.
Angriffsgeschwindigkeit. Angriffsstärke, Angriffsgeschwindigkeit, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Es geht alles auf Geschwindigkeit, habe ich so den Eindruck. Ja, ne, okay, dann machen wir den da. Plus 40%, sehr schön. So, forschungstechnisch, da schauen wir jetzt auch noch kurz rein. Das wäre natürlich noch cool, das Ding hier. Zusätzliches Leben für alle Einheiten, aber im Endeffekt braucht es das nicht unbedingt. Globale Sicht. Ich weiß nicht, ob wir den wirklich brauchen. Der ist eigentlich nur für den Survival-Modus wirklich interessant. Genau, mit der Unterkunft hier, mit dem Gasthaus haben wir auch noch nicht gearbeitet, ne? Okay, was hat man denn noch? Sprengstoff. Liegt eine Mine, welche explodiert? Braucht man das? Sprengstoffdinger? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wäre vielleicht interessant bei den Horden. Das wäre auch nicht schlecht. Verstärkte Betonwände. Ja, den will ich. Bronzeschmiede, der Siegreiche. Wo war denn das, wo ihr gesagt habt, ich soll hier die Dinger aufrüsten? Nee, Stahlturbinen, Titanium. Hä? Wo ist denn das? Irgendwo konnte man doch diese verbesserten, Minen bauen. Verbesserten Steinminen. Hä, bin ich jetzt blöd? Wo ist denn das? Ach Gott, das ist hier unten. Titanium, Gebäudeschutzbarriere plus 10%. Und dann kämen wir da hin. Ich wollte jetzt eigentlich hergehen und das hier machen, weißt du? Holztransport und Steintransport. Das könnten wir uns nämlich noch leisten, wenn ich das so mache. Dann bringt der Zug das Zeug mit. Ja, machen wir mal so. Dann heben wir uns die 50 Punkte da auf. Oh, wir haben noch ein Dokument freigeschaltet. Na, natürlich. Gleich mal reingucken. Im Jahr 2145. Oh, ich beiß mir echt in den Arsch, dass hier zwei Dokumente fehlen. Neue Pandemie verbreitet Panik unter der Weltbevölkerung. Ein neuer Erreger mit tollwutähnlichen Infektionen hat mehr als 750.000 Bewohner infiziert. Der Virus ist nicht nur höchst ansteckend, sondern er mutiert auch mit jeder neuen Generation. Die Inkubationszeit könnte bereits von Monaten und Tagen schon auf Minuten in der Zukunft sinken. Dr. Leonidas Molnar, Vorsitzender von NISI, Nationales Institut für Seuchen und Infektionen, behauptet, Erreger dieses Virus wurden bereits vor Jahren festgestellt. Damals benötigte der Virus mehrere Monate, bevor es zum Ausbruch kam und die Folgen sichtbar wurden. Dieses Verhalten ist für die rapide Ausbreitung dieses ansteckenden Virus verantwortlich. Der Virus hat die Medizin grundlegend verändert, denn die Menschheit hat bis zu diesem Zeitpunkt noch nie eine so schnelle Ausbreitung einer Krankheit und deren Folgen miterlebt. Dr. Molnar erregt oder... Hä? Oh, ja, klar, einfach mal einen Satz übersprungen, sorry. Dr. Molnar bezieht sich auf die Folgen, welche rapide Veränderungen hervorrufen, wenn Infizierte erregt oder verärgert werden. Das Verhalten beinhaltet Bewusstlosigkeit und eine Reduzierung der parasympathischen Reaktionen, Erschöpfung, Schmerz oder andere grundlegende Emotionen, mit Ausnahme eines unerschöpflichen Hungers auf Fleisch. Die Regierung hat prompt reagiert und alle Infizierten sofort exekutiert. Die ersten Erreger werden als Tollwut B klassifiziert. Kurz darauf wurde Tollwut C festgestellt. Mit über 20 verschiedenen Erregern sind diese immer stärker geworden. Kürzlich wurde Tollwut Z, die aktuelle Plage, festgestellt und dieser Virus zerstört aktuell die Welt, wie wir sie kennen. Die Regierung hat bestätigt, dass unter der Aufsicht von NISI, Nationales Institut, blablabla, mehrere befestigte Forschungseinrichtungen errichtet werden und die renommiertesten Biochemiker und Ingenieure gegen Infektion kämpfen. Da ging es also erstmals so richtig los. 2136 gab es nur medizinische Anomalien und bis 2145 ist dann wirklich diese Seuche draus geworden, diese Pandemie. Und das nur wegen diesem komischen, künstlichen Nahrungszeug, was wir herstellen. Das ist krass. Das ist echt krass. So. Ja, ich mache jetzt an der Stelle aber erstmal wieder eine Aufnahmepause.
Und dann täte ich sagen, danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal greifen wir das Kap der Stürme an. Ich bin gespannt, ob der dritte Versuch tatsächlich erfolgreich sein wird. Ich glaube aber schon. So, jetzt muss ich tatsächlich gerade nochmal husten und das beim Abmoderieren. Alter, jetzt ist wirklich Zeit für Feierabend. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und dann noch eine gute Nacht. Ciao, ciao.